Hallo wieder einmal. Tja, ist der Ladebildschirm. Ihr kennt ihn ja eben auswendig. Oh ja, der Fahrstuhl, genau. Hier ging es jetzt. Nein. Das wird böse. Das wird so böse. Falsche Taste. Ja, das war's dann. So, wir rennen dann gleich nochmal raus aus dem Fahrstuhl. Es wird so schneller. Wissen, wo es lang geht. Ich habe irgendwie komplett falsche Taste. Und muss ich auch zu meiner Schande gestehen, dass ich das irgendwie gemacht habe. Warum auch immer. Ganz begründen kann ich es natürlich nicht. Nein! Los, lauf! Das war so kacke. Das war so ein Kackfehler. Muss ich nach oben? Ich glaube, ich muss nach oben. Wenn nicht, war das auch ein riesengroßer Kackfehler. Ach du Schande. So, schnell hier hin. Ja, leg dich nicht mit denen an. Das ist eine tolle Idee. Das ist ein super Hinweis. Das ist klasse. Das ist toll, wenn man so unter Zeitdruck steht. Von wegen, leg dich nicht mit denen an. Ja, ich weiß es auch. Das geht nicht gut und ich stürze ihn ab. Ich bin eigentlich der Meinung, eher ich sollte einfach mich hier hinlegen und dann unten warten. Und wenn ich mich dann totstille, ja, und dann irgendwann aus dem Koma aufwache, Monate später, dann... Autsch. Okay, die sind jetzt anscheinend schon weg. Okay. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, die würden mich jetzt noch verfolgen. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Nein! Ah, oh, ei. Das tat weh. Aber zum Glück sind sie wohl weg. Bin ich eigentlich ganz froh gerade drüber. Da hinten stehen sie, ne? Wir haben es gerade gesehen. Da stand eben einer. Halt. Komm, dreh dich. Ich muss ja gucken. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Da ist einer. Zwei. Ach du Kacke. Haben die Pistolen? Nee. Na komm, spring schon. Spring. Was ist das? Hast du Elektroschocker oder was? Au. Das tut ja weh, ey. Verdammt, Axt. Und nicht wieder nach unten gucken. Wird einmal schwummelig bei. Okay, wir rennen einfach weiter. Nein! Ja, ich würde mal sagen, das war kacke. Wir sollten trotzdem schnell sein. Okay, jetzt sind wir irgendwie dann, weil wir einen gewissen Speicherpunkt erreicht haben, dann doch hier gelandet. Okay. Ich finde es jetzt nicht so schade. Und schnell weiterlaufen. Definitiv schnell weiterlaufen. Okay, wir nehmen ein bisschen die Sprungschanze hier. Wenn er eh weiter folgt die ganze Zeit. Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen. Ach du Schande. Das war heftig. Das war echt krass. Und ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir Kapitel 6 doch auch geschafft. Und ich bin dann gleich zu Beginn der Folge schon wieder ruhig, weil wir haben eine kleine Sequenz. Okay, eigentlich hechelt sie ja gerade. Das erwarte ich noch so ein bisschen. Hechel, Schwitz. Schweiß tropft zu Boden. Benetzt die Erde. Ein Blümchen wächst. Irgendwie sowas. Okay, das war schon die Sequenz, oder? Ah, da kommt dann doch noch was. Anscheinend. Nö, das war's dann schon. Es war einfach nur eine Rennsequenz. Aber bitte stürm da nicht einfach rein. Echt nicht? Das ist ein Schiff. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist so riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden nicht sehen. Echt? Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Es gibt garantiert einen. Es gibt immer einen. Wir müssen erstmal... Was soll der Mist? Ich muss zu diesem Schiff. Es sind einige Formalitäten zu erledigen. Aha, okay, einige Formalitäten, hat er gesagt. So ist es also. Also hier ist nichts. Ich dachte, es wäre hier vielleicht irgendwas. Schade. Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Faith. Schnell, bevor er weiterfährt. Ja, schnell, bevor er weiterfährt, sagt er da. Ich weiß noch nicht mal, wie ich hier rauskommen soll. Geschweige denn, wie ich das schaffen soll. Ja, gut, okay, ich kann versuchen hier rüber, genau. Komme ich denn da irgendwie... Ah, gut, okay, wir kommen darüber dahin, okay. Nein, okay, ich bin heute irgendwie nicht so drin, irgendwie tastenmäßig. Drücke ich alles Mögliche, aber nichts davon ergibt Sinn. Und wenn man dann auch nicht nochmal die Sprungtaste drückt. Aber ich glaube, wir können hier lang gehen. Gucken mal. Wir suchen jetzt einfach mal einen anderen Weg. Es gibt ja hier genug Möglichkeiten. Und, supsa, sehr schön. Okay, hat jetzt ein bisschen wehgetan, aber ach. Egal, wir sind Schmerzen gewohnt, ne? Jeder, der hier das guckt, ist leidgeprüft, definitiv, so wie ich.
Und runter. Ja, das ist der kürzeste Weg. Gut, es gibt garantiert viele Alternativen, aber das passt schon. Und ran da. Okay, los, leise. Wir müssen ganz leise an uns reinschleichen. Wo verstecke ich mich? Hier dahinter? Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Japanische Zeichen? Ich kann es nicht lesen. Wahrscheinlich bedeutet es einfach Hundefutter oder Hund für Futter. Keine Ahnung. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich deiner Hand machen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Da sind eine Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Ich möchte aber nicht kämpfen. Oh. Der Motor wird angeworfen. Wow. Gut, wir halten uns mal hier so ein bisschen fest an dem Gitter. Oder? Ja, komm, wir halten uns mal so ein bisschen fest. Bin ich eher so dafür? Komm, mit beiden Händen, ne? Ja. So, Fingernägel glänzen ein wenig. Haben wir die lackiert? Kann das sein? Ja gut. Auch eine Lady muss in solchen Situationen auf ihr Äußeres achten. Ist ganz doll wichtig. Eigentlich eher nicht in so einer Situation. Aber gut, anscheinend liegt sie auch da wert. Vielleicht entspannt sie das ein bisschen, wenn sie dann in den kleinen Pausen, die sie hat, wo sie mal nicht gerade viel läuft und sowas, dann ihre Fingernägel lackieren kann. Kann ja sein, ne? Der ein oder andere hat ja diverse Möglichkeiten oder Tätigkeiten, die ihn entspannen und die er dann ausübt. Oh, okay. Ihr seht nach. Ich mag nicht. Muss ich jetzt hier irgendwie was machen? Ach du Scheiße. Ist ja komplett voll mit Gegnern. Wow, und da ist auch schon der Erste, der auf uns drauf losballert. Ach, Kacke. Ich versuch's mal. Da komm ich rein. Da ist ein Gang. Okay. 30 Sekunden für die Verstärkung ist ja auch klasse, ne? Ach du Kacke. Ich muss hier irgendwie durch, ey. Am besten ohne, dass die mich erwischen. Und ich einfach nur hier durch kann. Ach du Kacke, wie soll ich denn das schaffen? Ach du Kacke. Ah. Ups. Nein. Das lief aber gut, ey. Ich kenne nämlich sonst die Sequenz eigentlich nur, indem man dafür sorgt, dass man halt hier einfach nur halt alle platt macht, ne? So habe ich das bisher immer gemacht. War dann nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Meistens bin ich dann relativ früh bei drauf gegangen. 30 Sekunden für Verstärkung, das ist auch krass. Du musst schneller. Du musst dich beeilen. Es ist nicht viel Zeit. Die bösen Buben sind auch hinter dir her. Genau, schnell mal hoch hier. Komm schon, los. Rauf der Face. Los, schnell. Gib Gas. So. Wow. Ups, das läuft gut. Okay. Hier bin ich erstmal sicher, glaube ich. Aber wo ist jetzt dieser Koffer? Hier war ja dieses Zeichen für den Koffer. Ich habe ihn jetzt aber nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ne? Die muss aber hier oben sein. Ja, wie fliegen den ganzen Krams ja hier? Miese Sache. Na, egal. Wir scheißen einfach mal auf den Koffer. Ich meine, wir pfeifen auf den Koffer. Wo muss ich auch runter? Okay. Dann da hinten hin, okay. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch gar nicht. Au. Verdammt, ich wusste es, ich muss da gegen ihn kämpfen. Ich hatte sowas in der Art befürchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe bloß, er hat irgendwo gespeichert. Gott sei Dank, er hat hier oben gespeichert, sehr schön. Aber hier muss eine Tasche sein. Verdammt nochmal, hier muss eine Tasche sein. Es gibt's doch nicht, dass ich mir einen abmühe und ich finde hier keine Tasche. Hallo? Warum mache ich das denn? Warum kletter ich hier oben lang, wenn es keine Tasche gibt zum Mitnehmen? Zogger nicht glücklich. Zogger verärgert. Zogger will Tasche. Zogger gehören Tasche. Ja, irgendwie so kann man immer alles rechtfertigen, ne? Mit einfachen, männlich grunzenden Lauten. Da gehört einem so gut wie alles. Gut, So, den haben wir. Okay.
mal schön hier mit dem Mann. Mit dem Bein, natürlich mit dem Bein da ins Genick. So, genau. So, dich auch. Oh oh, nein, ich brauch die Waffe. So, den haben wir. Ich hoffe, das war's jetzt an Gegnern. Aktuell schon, okay. Dann mal hier schnell das Rädchen drehen. Na komm schon, ich hoffe, wir haben die Waffe noch. Die könnte nämlich jetzt hilfreich sein. Ah ja, haben wir, sehr schön. Wunderbärchenhaft. Okay, ich würde dann mal spontan sagen, wir sind in Sicherheit. Nein, nicht wirklich. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht an, während wir hier das öffnen. Das wäre so ein bisschen fies vom Spiel, ne? Okay, die sind da hinten. Das stört mich dann relativ wenig, ehrlich gesagt. Ich schmeiß mal die Waffe weg, die brauche ich jetzt eh nicht mehr. Schön lang quetschen, genau. So, wunderbar, da kommen die nicht lang, da sind die viel zu dick für. Hehe. So. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen sicher, muss ich sagen. Ehrlich, also so halbwegs zumindest, gerade aktuell. Ein ganz klein wenig. Ich bin auch immer so ein bisschen enttäuscht, dass ich, oder angefressen, dass ich den Koffer nicht gefunden habe. Der war wahrscheinlich an einer ganz anderen Stelle versteckt, wo man sowieso nie drauf gekommen wäre. So, schnell hier weiterklettern. Ich bin einfach mal ganz intuitiv und folge dem Ganzen. Ist sowieso bei dem Spiel, also viel so, ich sag mal, intuitiv, ne? Also nicht irgendwie so großartig wegmäßig, sondern einfach nur so von wegen, was hast du für ein Gefühl, wo könnte es lang gehen? Da geht es dann manchmal auch lang. Ich guck mal kurz, wo muss ich hin? Ah, okay. Ja, ne? Also sehen wir mehr oder weniger, war das jetzt schon auch schon richtig? So, und... auch mal knappe Angelegenheiten hier. Hallo, kannst du mal ein bisschen, genau, ich muss mich genau hier positionieren, wunderschön. Und, ja genau, so, boah. Alter, das macht's aber, so tief aus. Na gut, okay, ich glaube, es geht. Abrollen, sehr schön, nicht vergessen, immer schön die Gelenke schon, das kennen wir ja. Drake sagt, er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihn von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet. Aha. Und er hat vielleicht deinen Mann auf dem Oberdeck gesehen. Ich weiß nicht, ob wir diesem Typen trauen können, ne, diesem Drake. Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Aber nun gut, wenn Merck sagt, wir können ihm trauen. Ich glaube zwar nicht, dass... Also ich weiß nicht, Merck traue ich manchmal auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sein, ne? So, und jetzt hier. Wie willst du das machen? Okay. Kann man es hier hochziehen? Nee. Dann versuche ich mal... Ja gut, okay, wir versuchen es auf diese Methode. Sehr schön. Oh, das ist ja hier ganz super gelaufen. Kann ich hier hoch? Ich guck mal kurz. Würde uns jetzt auch nicht viel bringen. Das ist irgendwie Sackgasse und so. Nee, das bringt wahrscheinlich viel. Und hier rüber soll ich wohl. Okay. Hier geht's aber auch nicht weiter. Von da oben... Komme ich nicht von da oben? Ah nee, da oben soll ich... Ah doch, dann soll ich hier auf der anderen Seite dahin. Aha, okay. Gut. Ah, verdammt, Axel, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ah, warte mal. Ups, okay. Schade. Ich mach mal so. Klaut, so, und. Los, komm auf da. Alter, es geht ganz schön auf die hier Muckis, ne? Also auf die Oberarmmuskulatur. Verdammt, Axel. Nee, ich muss da hin. Okay, dann war das hier falsch. Aber immerhin haben wir gezeigt, man kann auch hier klettern, wenn man denn nur möchte. Schnell rauf. Nein. Oh, das war knapp. Ich habe ganz kurz unser kurzes Videospielerleben hier in diesem Spiel an uns vorbeiziehen sehen. War nicht so gut. Ich lande mich jetzt auf einen, geht's auch. War hier ein Koffer hier drin? Nee, liegt nur irgendein Schmuddelmagazin, irgendwas. Keine Ahnung, ist auch egal. Ich fühle mich nicht so wohl auf diesem Schiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil wir hier eingesperrt sind. Was ist denn das hier? Kann ich das Köpfchen... Feuer. Nee. Feuerlöscher brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Es brennt ja gerade nicht. Vielleicht haben wir später noch die Chance dazu. Falls hier ein Feuerchen ausbrechen sollte, wissen wir zumindest, wo wir hin müssen. Und wo es die eventuelle Rettung geht. Okay, es geht nach oben. Also gucke ich erstmal kurz nach unten. Hier ist dunkel. Mag ich schon mal nicht, denke ich. Nach oben. Ja, ich darf endlich wieder nach oben. Juhu, yay. Nachdem wir eigentlich die ganze Zeit nach unten gegangen sind, dürfen wir jetzt nach oben gehen. So ein bisschen... Ja, ne? Warum hat man das Ganze dann gemacht? Weiß ich auch nicht. Und hier sehen wir das erste Mal, dass es nicht rot ist. Die Hilfe.
Ne? Ja, es ist. Ja gut, es ist grün. Grün ist ja auch immer so eine Signalfarbe hier gewesen. Aber trotzdem, das verwirrt einen dann schon ein bisschen und ist man erstmal am Suchen. Ach, hier wieder. Hier soll ich jetzt wieder runter. Ah, okay. Man speichert gerade. Uiuiui, da draußen geht's richtig ab. Das ist ein Scharfschütz alles. Das sieht nicht gut aus. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir einfach an dieser Stelle einen Cut, weil da kommt jetzt ein bisschen was und es dauert ein bisschen. Und ich kenne es ja schon, von daher weiß ich, dass wir das uns lieber für Montag aufheben sollten. Dann können wir das Ganze in Ruhe genießen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder. Ruht euch ein wenig aus. Bis dahin, euer Mr. Zocker.